Schritte, begleitet von Schmerz, aber auch von Hoffnung. Laufen ist für Max Aulbert die beste Therapie gegen die Traurigkeit. Der 18-Jährige aus Georgsmarienhütte verlor vor 10 Monaten seinen Vater. Dies waren seine letzten Schuhe. In ihnen lief der Student am Sonntag den Marathon in Münster. Für sich, für die Deutsche Hospizstiftung. Vater Tom war immer dabei. In seinen Gedanken, in seinem Herzen. Es war vor allem bei langen Strecken einfach dieses Nachempfinden von Schmerzen und auch dieser symbolische, lange, harte Weg, den man dann auch selbst gegangen ist, um da ein bisschen nachzufühlen und zu zeigen, so, dass man wirklich bereit ist, auch zu leiden für die Person. Manchmal war das Laufen auch einfach nur, dass ich den Kopf abgeschaltet habe, einfach mal alles wirklich ausgeblendet habe und dann einfach drauf losgelaufen bin. . 2011 änderte sich das Leben der Familie schlagartig. Tom Aulbert erkrankte an Blasenkrebs, lag 8 Monate im Krankenhaus, 2 sogar im Koma. Da haben wir sehr gute, aber auch schlechte Erfahrungen mit dem Krankenhaus gemacht. Also teilweise auch wieder auf der Intensivstation zum Beispiel, wo er dann im Koma lag. Da wurde man wirklich gut behandelt und auch gut betreut. Aber dann wiederum auf anderen Stationen, da wurde man mehr oder weniger abgefertigt. Wirklich so eine Massenabfertigung schon fast gewesen. Und war total gefühlslos und kalt. Da hatte natürlich mein Vater auch keine Lust mehr drauf. Und er wollte auch unbedingt noch raus aus dem Krankenhaus. Die letzten beiden Tage verbrachte der 56-Jährige im Osnabrücker Hospiz. 2 Tage, die bei Max tiefe Spuren hinterlassen haben. Es war eine total warme Atmosphäre, total herzlich wurde man begrüßt. Man hat direkt gesehen, die Leute kümmern sich um den Patienten natürlich, aber auch um die Angehörigen. Und es war wirklich, also es fiel leichter auch dahin zu gehen, meinen Vater zu besuchen. Auch wenn es jetzt nur 2 Tage waren, aber es war wirklich auf jeden Fall viel besser. Max fiel die Decke auf den Kopf. Er beschloss zu laufen und den Menschen etwas zurückzugeben, die für seinen Vater da waren, vor allem am Schluss. Es weiß halt niemand wirklich, wie es in so einem Hospiz aussieht. Und da finde ich wichtig, dass man da keine Scham vor hat vor diesem Hospiz, weil es echt eine richtig gute Lösung ist. Diese Schuhe schenkte Max seinem Vater. Da war er schon todkrank. In ihnen lief Max am Sonntag den Marathon in Münster. 42 Kilometer bei 30 Grad. Aber er hat es geschafft. Wahnsinn, wirklich. Weil hier auch in den engen Gassen ganz viele Zuschauer, super Stimmung. Und das ist auch eine riesen Erleichterung einfach. Die Beine sind schon schwer, aber da kann man dann nochmal wirklich nochmal alles genießen und weiß, dass es jetzt geschafft ist. Drei Stunden und 30 Minuten wollte er laufen. Dass es nun 4 Stunden und 20 geworden sind, spielt keine Rolle. Weil ich ja eben das zugunsten der Hospizstiftung gelaufen bin und damit auch emotional sehr viel verbinde, eben den Tod meines Vaters. Und daher war es wichtig für mich, den auch zu beenden hier und nicht zu sagen zwischendurch, ich gebe jetzt auf oder so, sondern wirklich daran habe ich mich auch immer motiviert. 13.000 Euro gehen demnächst an die Deutsche Hospizstiftung, dank vieler einzelner Spenden. Mehr als 600 Menschen haben Max bislang bei seiner Aktion im Internet unterstützt. Die geht noch bis zum 15. September. Mutter Gudrun ist mächtig stolz auf ihren Sohn. Also ich kann es gar nicht in Worte fassen. Also ich bin wirklich total stolz. Ich glaube, ich bin im Moment die stolzeste Mutter der ganzen Welt. Ich kann einfach nur sagen, ganz fettes Danke an alle, die gespendet haben und an alle, die uns unterstützt haben und mit uns die Daumen gedrückt haben. Für Max, seine beiden Schwestern und seine Mutter hat nun ein neues Leben begonnen. Gudrun Aulbert ist von Georgsmarienhütte nach Bissendorf gezogen. Mit Bernersennenhündin Louis und Katze Krümel. Ein Neubeginn für die ganze Familie.
Max besucht sie so oft es geht. Der 18-Jährige wohnt nun in Hamburg, um hier Wirtschaftsinformatik zu studieren. Für ihn zählt jeder Tag. Man lernt das Leben auch wirklich ganz anders zu schätzen. Also das kann man kaum erklären eigentlich. Und das kann, glaube ich, auch einer, der es noch nicht miterlebt hat, kann das, glaube ich, kaum nachvollziehen, wie man sich danach fühlt. Mein Vater war ja auch nicht der Älteste. Seitdem denke ich wirklich, also man kann nie abschätzen, wie lange ein Leben wirklich dauert. Und von daher sollte man wirklich auch das machen, was man sich vorgenommen hat. Dieses Tabuthema Tod, das muss eben eigentlich mal weggeräumt werden. Also man sollte mehr offen darüber reden. Und das hilft auch wirklich, offen darüber zu reden. Das habe ich auch selbst die Erfahrung gemacht. Tom Aulbert liebte das Meer. Dort, wo es ihn sonst hinzog, ist seine Asche nun. Für immer. Die Schuhe seines Vaters. Sie zieht Max nach dem Marathon nicht mehr an. Er ist mit seinem Vater im Herzen gelaufen, der Max. Und er hat ihn auch ein Stück weit getragen, mit Sicherheit. Und ich glaube, der hätte das, also er wäre wahrscheinlich der stolzeste Vater der Welt gewesen. Und ich behaupte einfach mal, wir sind eine super tolle Familie und das hat uns noch mehr zusammengeschweißt.